Ja, bevor dieses Video jetzt startet, möchte ich mich nochmal entschuldigen für die vielleicht miserable Soundqualität, also was heißt miserabel, aber dieses Abgehackte, weil ich das via TS gemacht habe, also aufgenommen habe, weil das für mich der einzigste mögliche Alternative war und auch schön klein war das Fenster. Also, viel Spaß jetzt mit diesem Video. Hallo liebe Freunde von YouTube, hier ist euer 42 AVO. Ja, willkommen zu meinem Video Nerd Tag. Das habe ich bei dem lieben Ryzen TV gesehen und ich werde es dann nachher noch verlinken. Und es existieren ein paar Fragen, die ich auch gerne mal beantworten mag. Zu einem, besitzt du eine Brille? Ich würde ja sagen, ja, weil ich eine chronische Hornhautverkrümmung habe und so. Weißt du Bescheid, ne? So, kommen wir zur nächsten Frage. Welches Genre gefällt dir am besten? Fantasy, Manga oder Science Fiction? Ich würde ganz spontan sagen, keine von beiden. Eher so Action. Also ich nehme an, jetzt so von Film her, ne? Also Action, wisst ihr Bescheid. Mein Lieblingsvideospiel und warum? Das ist eine sehr gute Frage. Das kann ich euch so gar nicht beantworten. Ich habe immer so eine Phase, wo ich ab und zu das Spiel spiele und das Spiel spiele und das. Also habe ich so in dem Sinne kein richtiges Videospiel. Welches war mein erstes Videospiel? Ja, das kann ich euch auch nicht so sagen. Videospiel an sich, weiß ich gerade gar nicht mehr, ob das PC-Game war, also ob das ein PC-Game war oder ob das denn doch schon für die PlayStation 1 oder 2 war. Erstes Videospiel, weiß ich gerade nicht, wie gesagt, müsste ich dann lügen, aber ich sag jetzt einfach mal Pokémon. Yay, Pokémon! Kommen wir zur nächsten Frage. PS3, Xbox 360 oder wie und warum? Keines von beiden, weil PC und so. Wann hattest du deine erste Verbindung mit dem World Wide Web oder auch Internet genannt? Wie ich das gerade schon bei dem Ryzen TV geschrieben habe bei seinem Video, das war irgendwann in 2004. Mein Lieblingsfilm und warum? Lieblingsfilm weiß ich jetzt gerade nicht. Meine Lieblingsserie und warum? Da habe ich viele, also halt den kompletten Comedy-Montag. Nee, warte mal, Montag nicht, sondern war das Mad Monday, genau. Also sowas wie The Big Bang Theory, Two and a Half Men, Die Simpsons, Two Broke Girls, Mike und Molly und hast nicht gesehen, was da alles noch so kommt. Welches Handy besitzt du und bist du zufrieden damit? Ja, ich habe ein HTC One X Plus. Ja, ich weiß nicht, das beste HTC und so, flamet mich doch alle. Ja, und ich bin sehr zufrieden, weil ich nämlich damals haben wollte. Steve Jobs oder Bill Gates? Also ist die nächste Frage jetzt, Steve Jobs oder Bill Gates? Ich persönlich würde ganz deutlich eindeutig sagen, Bill Gates. Warum? Weil Microsoft Windows und hast du nicht gesehen. Steve Jobs, ja, der hat zwar viel erreicht, so von wegen Apple und so. Boah, Apple. Also Äpfel mag ich, aber Apple, Ja, also ganz klar, Bill Gates, aber jeder ist halt anders. Und kommen wir zur nächsten und letzten Frage. Wie viel Zeit verbringst du täglich online? Das kann ich so auch nicht sagen, weil das kommt auf den Tag drauf an, ob das mitten in der Woche ist, wenn ich arbeiten muss und oder Schule habe, oder ob es am Wochenende ist. Aber ich würde mal so sagen, mindestens 3 Stunden am PC, Handy so, weiß ich nicht, eine halbe Stunde, also kommen wir schon so auf locker 4 Stunden. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Ansehen, für das Video, beziehungsweise Zuhören, weil Video ist es ja nicht wirklich. Und mal gucken, wie das so ankam, den Nerd-Tag von den gewissen Herrn, den ich heute schon zweimal erwähnt habe, verlinke ich euch dann auch in der Beschreibung. Also, bis bald, aber nicht im Wald. Ciao, euer Evio.